Da springt gerade der Postbote rüber und ich bin etwas irritiert. Na egal. Willkommen zurück. Wir sind auf der Suche nach dem Weg, würde ich glatt sagen. Ich weiß nämlich nicht, wo wir lang müssen. Und wenn wir mal die Karte befragen, habe ich es hier lang versucht, aber ich kann nicht schwimmen, also komme ich da nicht durch. Also versuchen wir es doch mal hier. Und wo könnten wir da denn lang? Das sieht eher schlecht aus. Da oben. Tatsächlich könnte man vielleicht da oben lang. Dann probier's doch direkt mal. Wie komme ich denn da hin? Irgendwie über hier. Ja, einfach mal ausprobieren. Ich wollte eigentlich rollen und nicht meinen Stab benutzen. War das die Höhle? Nein, das war, glaube ich, die mit dem... Feen! Ich wollte gerade eigentlich Deku sagen, aber war es wohl nicht. So, hier müsste ich schwimmen können. Kann ich aber nicht. Dann nicht, dann weiter links. Kann ich hier rüberspringen? Nein, leider nicht. Gut, hier komme ich also erstmal nicht weiter. Das Problem hatte ich letztes Mal schon mal. Wo geht's dann hier noch rüber? Hier eigentlich am Schloss. Nach links. Ja, dann komme ich wahrscheinlich weiter, weil ich jetzt bei Magnus das neue Schwertdingsen gelernt habe. Hoffe ich zumindest. Roll schneller, du kleiner Knirps. Nur Kinder können die meinen stehen. Ich bin ein Kind, ich bin ein Held. Das ist. Da lässt mich auch einfach so durch. Hoch in. Oh, hier war das. Hier war das, glaube ich. Mit dem Glitzer. Richtig. Ah, gut. Damit hätte sich das endlich entfernt. So, dann schieben wir mal. Für zwei. Das ist alles viel leichter. So. Ich bin weitergekommen. Und hier sind blaue Kugelsprung. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Sie werden schon irgendeinen Namen haben. Die Pferd war Adi auf uns gehetzt. Jetzt sind sie normale Gegner. Naja, so schwer war es nicht. Fragment! Glücksfragmente! Ich hätte gerne ein paar Glücksfragmente. Dann halt nicht. Rasenmähen. Oh, da ist es ja. So, dann kann ich jetzt auch hier, wo ich mich extra freigesprengt habe, mal gucken, was es gibt. Außer Fledermäuse. Na, die eine können wir leben lassen. Oh, ein rotes Glücksfragment! Von wem auch immer das ist, aber ist bestimmt ganz wichtig. Oh, ja. Links setzt der Schneider ein. Das war sehr effektiv. Okay, es ist ein bisschen dämlich, ich weiß. Ich lasse es ja schon. Hallo? Guten Tag, ich bin Poemon, Dichter von Hyrule. Du bist Link, nicht wahr? Ich bin viel gereist und habe dabei Gedichte geschrieben. Gratulation! Doch jetzt, da ich wieder nach Hause will, ist mir der Heimweg versperrt. Außerdem ist das hübsche Fragment, das ich unterwegs fand, verschwunden. Das ist furchtbar. Vielleicht habe ich es... Boah, nicht gern. Vielleicht habe ich es im Hotel liegen lassen. Ich werde ein Gedicht über meine Trauer schreiben. Die Sterne stehen am Himmelsdach, so nah und doch so fern. Weg ist ein halbes Segel, ach, ein ganzes hätte ich gern. Angst? Oh Gott. Nee, mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Nichts gegen Gedichte und Ähnliches, aber... Nee. Stirb! Stirb! Du auch, alle! Ich habe ein Fragment gefunden und es war sicher nicht seins. Nein. Stimmt. Ich kann ja seit neuestem auch Steine durchschlagen. Noch mehr Feen. Ich brauche keine Feen. Wofür sind diese Muscheln gut? Naja. Machen wir uns mal den Weg hier für immer frei. Und da geht's nach Süden. Nach Süden. Hallo, Krea. Oh, Ezelo möchte was besprechen. Okay. Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre eine böse Macht im Schloss. Oder bilde ich mir das nur ein? Oh nein.
Nanu, wer bist du? Du bist Vati. Wie bist du hierher gelangt? Das war, glaube ich, nicht das Problem. Warum geht der nicht einfach? Nein, ich teleportiere mich für 5 Meter. Wichtig. Ah, was tust du da? Und jetzt? Es sind alle anwesend. Der König von Hyrule wird uns zu uns sprechen. Ja, alle wisst von dem Force, das uns die Mandisch übertragen haben. Ja genau, grenzenlose Zauberkraft. Force, auch goldenes Licht genannt. Ich will es haben. Es muss irgendwo in Hyrule sein. Ihr macht euch jetzt alle auf und sucht das Force. Okay. Trödelt nicht lange rum. Los, sucht das Force. Wer sich weigert, wird mit Sand seiner Familie eingekerkert. Das ist eine Drohung, die wirkt. Auf, durchsucht ganz Hyrule bis in seine letzten Winkel. Die Frage ist, wenn sich alle verweigern, wer sperrt dann die Leute ein? Der König selber? Nee, unwahrscheinlich. Ich habe so ein komisches Gefühl. Hoffentlich geschieht nichts Schlimmes. Lass uns das Element suchen. Der Karte zufolge sind wir ganz nah dran. Ja, okay. Lass uns das Element suchen. Oh, Raben. Komm zu mir. Stirb. Du auch. Erst will ich den Rubin. Dann will ich diesen Rubin. Und das Herz nehme ich auch noch direkt mit. Kann ich schaden. Überstein vom Überstein. Komm zu mir. So, dann kürzen wir das hier mal ab. Und damit haben wir auch diesen Weg endlich frei. Okay, was ist das? Kommt mich da lang? Wahrscheinlich erst das Malmisch. Oder wenn ich irgendwas Tolles habe. Ups. Ich kann also nicht in Leute reinrollen. Schade. Gott! Kannst du dich mal ein bisschen weniger dumm anstellen? Danke! Schild! Geheime Welt von Tabanta. Terabithia? Achtung, Pegasus-Stiefel nicht vergessen. Was sind Pegasus-Stiefel? Ich hab keine Pegasus-Stiefel. Dann kann ich sie auch nicht vergessen, wenn ich keine hab. So einfach ist das. Ja, da wollte ich erstmal nicht lang, weil Pegasus-Stiefel gesagt hab ich nicht. Wie geht's denn hier lang? Na, hier geht's weiter. Stirb, stirb, stirb! Oh, du auch. Ein Fährkämpfer, wie gemein. Hinterhält dich geradezu. Ah, das bringt mir nichts, wenn ich die Bäume nicht hochheben kann. Ach je. Ein meine Dings. Dings. Dings ist mal gut. Sind das hier Orte, an denen Fragmente und Schatz lagern werden? Das sieht ein bisschen so aus, ne? So. Was möchte dieser Mensch im Haus von uns? Hallo! Hier haben neben meinem Haus eine Bohne gepflanzt, aber sie wächst nicht. Eine Bohne? Neben deinem Haus? Da links? Ich habe kein Wasser mit. Muss ich wohl mal Wasser holen. Wo hole ich jetzt Wasser? Ganz im Norden, genau. Wasser holen, Wasser holen, Wasser holen. La la la. Hoch in der Familie, ja, wen interessiert's. Wasser. Hier kann ich Wasser holen. Erstmal muss ich die Fee rausschmeißen. Und Wasserflasche gefüllt. Die ist auch was, auf verschiedene Sachen. Das habe ich vor. Gerne noch nach dem Schatztruhe überlegt. Jetzt heißt es, ich muss Wasser rausschmeißen. Na gut, kann auch mal vorkommen. Los geht's. Schneller. Kriegst du davon keinen Schädeltrauma oder so? Ich hoffe nicht.
vorwärts. So. Nix. Mit der Bohne war es wohl nix. Keine Bohne. So, muss ich also doch da lang, wo die Pegasus-Stiefel hin wollten. Na gut. Hallo, Welt von Tabanta. Das ist also die Welt von Tabanta. Was für ein feuchter, sumpfiger Ort. Aber dahinter finden wir das Element. Steht hier nicht rum. Los, Link. Vorwärts, weiter geht's. Ich habe aber keine Pegasus-Stiefel mit. Bin ich jetzt hier? Nö. Na dann. Los geht's. Ich ertrinke. Zu Fuß kann man den Sumpf offenbar nicht durchqueren. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Ja, nee, sag nur. Ich habe keine Pegasus-Stiefel. Ich habe nichts. Ich habe nichts. War da irgendwas, was ich ansaugen könnte? Nö. Auch nicht. Ups. Nö. Kann ich hier irgendetwas tun? Ich glaube nicht. Sag mal, dass du was sagst. Der Karte zufolge befindet sich das Element hinter der Geheimwelt von Tabanta. Sie liegt im Südwesten von Hyrule. Ja, schön, aber... Ohne Pegasus ist halt scheiße. Und jetzt? Weiß ich mir nicht, was ich machen soll. Ach, das war das Ding. Wie komme ich dann zu dem lustigen Haus hier? Karte, sag's mir. Ach, von oben. Naja, ich kann aber die Bäume irgendwie nicht so gerade machen, wie ich gerne hätte. Irgendwie habe ich was darauf gemacht, aber es hat nichts geholfen. Sag mir, was ich tun soll. Hast du Pegasus-Stiefel für mich? Eine Bohne gepflanzt, aber sie wächst nicht. Ja, sie wächst einfach nicht. Ist halt einfach so. Oder kann ich da als ich probier's einfach. Ich meine, ich habe ja sowieso gar nichts Besseres zu tun. Nix. Nix. Einfach nix. Oder komm ich hier lang? Nö, natürlich nicht. Und ich ein Schloss. Wo krieg ich denn jetzt Pegasus-Stiefel her vor lauter Schreck? Hab ich keine Ahnung. Das ist deprimierend. Tja. Was kann man jetzt nur tun? Ich weiß es nicht. Ich will nicht nachgucken, das wäre dumm. Hast du Pegasus-Stiefel? Nee, hast du nicht. Irgendjemand Pegasus-Stiefel? Ich bin an einem Brunnen gefallen. Naja. Mist. Vielleicht hat der Bumerang. So nicht. So nicht. Ha. Da nicht. Oh. Dann. Da ist ein Dings, aber da komme ich nicht hin, weil die Olle davor steht. Jetzt ist gerade unheimlich, da kommst du nicht rein. Okay, dann nicht. Aber ich bin Schüler, ich bin Kind. Voll gemein. Vielleicht muss ich ins Schloss. Ich gehe immer kurz ins Schloss und gucke, ob irgendwas los ist. Ich
Vielleicht schenken sie mir Pegasus-Stiefel. Soll ja vorkommen. Ups. Hallo? Nach Befehl des Königs darf ich hier niemanden durchlassen. Also, geh nach Hause. Er hat gesagt, ich soll nach Hause gehen, dann gehe ich halt nach Hause. Gute Güte. Ist auch gut, dass Elze nur einfach so gar keinen guten Tipp gibt. Gar nicht. Wofür auch? Da. Oh, muss ich hin. Kann ich jetzt irgendwas hier Tolles anfangen? Nee, eigentlich auch nicht. Eigentlich nicht, aber ich guck trotzdem mal. Nö, das bringt mir nichts. Bringt nix. Ach, nix. Das sowieso nicht. Ich sammle Muscheln. Ich weiß ja nicht, wofür sie sind, aber sie sind bestimmt praktisch. So, da komme ich auch noch nicht rein. Was will ich mit dem Gongolberg? Ich weiß es nicht. Nichts will ich mit dem Gongolberg. Aber ich könnte mal die Flaschen mal auffüllen. Ja, so der Bohne muss einfach so aussehen und nicht so tot. Gibt's einfach nichts mehr. Hier war ich. Da muss ich nicht nochmal hin. Kann mir keiner erzählen. Oh, noch mehr Muscheln. Oh, Fragment. Stirb. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Möchtest du Fragmente vereinen? Oh, das sieht ja genauso aus wie mein Fragment. Passen die beiden vielleicht? Ja, dann... Achso, ich habe ein Fragment gefunden, Tatsache. Die beiden Fragmente passen perfekt. Es geschieht etwas Wunderbares. Vielleicht ist er jetzt eine Bohne. Ich komme zum Haus. Wenigstens etwas. Aber zweimal da reinlaufen ist schon so ein bisschen... gewöhnungsbedürftig. Juhu, passt perfekt. Es ist soweit, es ist soweit. Das gibt ein wunderbares Gedicht. Getrennt oder zusammen, die Hälften sehen sich nach dem, was sie verloren. Genau wie einst auch ich. Ah, so romantisch, nicht? Ah, ich habe doch noch was zu tun gefunden. Das ganz ohne Hilfe, ich bin so stolz auf mich. Ja. Gott, wir müssen schon wieder vor Viechern. Das ist ja schlimm. Einfach ignorieren. Bist du der Dichter? Oh. Hallöchen. Hey, Link! Willst du mir nicht kurz zuhören? Als ich nach langer Zeit heimkehrte, war da plötzlich eine Fremde im Haus. Ich bin doch so schüchtern und traue mich nicht, mit Fremden zu sprechen. Ich muss ein Gedicht darüber verfassen. Im Haus und Herz ist keiner da. Wer bist du, Bösewicht? Nimm meine Sachen, kein Problem. Mein Herz bekommst du nicht. Ja, nein. Du willst Fragmente vereinen? Ja, genau. Jetzt zu diesem Zeitpunkt möchte ich Fragmente mit dir vereinen. Ganz, ganz wichtig. Hier, passt sogar. Und was passiert? Im Schloss, wo ich nicht hinkomme. Gratulation. Eine Schlange? Ich kann ernsthaft Fragmente vereinen, dann passiert etwas Schlechtes? Wie gemein. Sie passen perfekt zusammen. Ich werde ein herrliches Gedicht verfassen. Ich bin gleich soweit. Ein klitzekleinen Moment noch. Okay. Lesen Poem Munds Haus. Mit einer Fremden. Hier ist gar kein Licht. Ich kann aber auch kein Feuer machen aktuell. Ich habe keine... Ich könnte Bomben reinwerfen, das will ja auch kein Mensch. Hallo! Der Sumpf in der Geheimwelt von Bitterbante hat keinen Boden. Um diesen Sumpf zu überqueren, muss man schnell sein wie der Wind. Es ist mir klar, aber wie? Ich kann Feuer machen. Ich will auch keine Bomben reinlegen. Ah,
Du bist so schlau, Mädchen. Du bist so schlau. Naja. Beende ich den Pfad für heute. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin mache ich mir Überlegungen, wie wir jetzt an diese hässlichen Stiefel rankommen. Also, bis dann.